So, jetzt kommt praktisch Teil 2. Teil 1 war das Thema Selbstglück und jetzt in dem Video soll es darum gehen, wie finde ich Glück in der Partnerschaft? Was macht eine zufriedene Partnerschaft aus? Und das kommt aus dem Zusammenhang, weil zu mir oft Leute sagen, du kannst so froh sein, dass du so einen tollen Mann hast und dass der alles so mitmacht, dass der dich unterstützt bei allem, was du machst. Ja, das stimmt. Darüber kann ich sehr, sehr froh sein. Aber das klingt immer so und es schwingt immer so mit, dass ich den auch irgendwo am Wegesrand gefunden habe. Ich habe den irgendwo gefunden und habe den einfach mitgenommen und der ist jetzt dafür da, um all meine Bedürfnisse zu erfüllen und um dafür zu sorgen, dass ich glücklich und zufrieden bin. Und das war so ganz einfach. Oder das ist so ganz einfach. Das stimmt aber so nicht. Viele gehen eben davon aus, dass der Partner dafür da ist, um die Bedürfnisse zu erfüllen und ja, irgendwie vielleicht auch was auszugleichen von einem selbst. Allerdings glaube ich, dass auch beim Thema Partnerschaft und Beziehung ganz viel oder vielleicht sogar fast alles von einem selber ausgeht. Das gilt eigentlich genauso für Freundschaft. Das hatte ich schon im ersten Video erzählt. Meine Stimme ist ganz rau. Man muss erst mit sich selber anfangen, damit eine Beziehung glücklich laufen kann. Und eine glückliche Beziehung ist immer Arbeit. Immer. Das hört nie auf. Man denkt vielleicht, man findet jemanden und dann ist ja immer die erste Verliebtheit. Dann denkt man, Mensch, das muss doch für immer so bleiben. Und wenn das nicht so bleibt, dann trennt man sich. Das habe ich früher auch gemacht, öfters mal. Dann trennt man sich und denkt, dass ich finde jemanden, mit dem das dann immer so bleibt. Findet man nicht. Ich glaube, das geht nicht. Und das ist ein falscher, also es ist ein Trugschluss, dass das so funktioniert. Man muss auf jeden Fall ganz viel reden. Kommunikation ist number one, dass man zu einer glücklichen Beziehung kommt. Der andere weiß nicht, was fühle ich, was denke ich, was habe ich für Erwartungen, was habe ich für Wünsche. Das muss man kommunizieren. Und man muss sich selbst ganz viel reflektieren. Man muss sich hinterfragen, könnte es eventuell auch sein, dass irgendein Fehler bei mir liegt? Und man muss vielleicht auch mal die Perspektive wechseln. Wie geht es dem anderen mit mir? Ja, wie läuft es so? Und das ist das, was, glaube ich, vielen Leuten fehlt in einer Beziehung und auch in einer Freundschaft. Sich selber zu reflektieren und zu hinterfragen und vielleicht auch mal die Perspektive zu wechseln. Der Hund schnarcht. ja, also es hat ganz viel mit Reden zu tun. Man denkt immer, wenn man mich und meinen Mann sieht, oh, sind die glücklich, das ist einfach so gekommen und jetzt sind die schon so lange zusammen und es ist immer noch so, die wirken immer noch so verliebt. Natürlich gehört eine Verliebtheit dazu. Natürlich muss man in den anderen erstmal verliebt sein, damit überhaupt eine Beziehung zustande kommt. Aber damit das bleibt, muss man sich selber und auch den anderen immer wieder neu erfinden und immer wieder neu wahrnehmen auch. Und man muss sich auch Raum lassen in einer Beziehung. Man muss sich Raum lassen, damit man die Zeit hat, auch mit sich selbst Glück zu finden, wie ich im ersten Video erklärt habe. Und man muss sich auch Freiheiten lassen im Sinne von, ja, jeder darf sich selbst entfalten. Ich erlebe und sehe in meinem Umfeld so viele Beziehungen, wo
Einschnitte gemacht werden, wo Leute beschnitten und behindert werden durch ihren Lebenspartner oder durch ihren Ehemann oder Ehefrau. Darf dies nicht, darf das nicht, das würde der Mann blöd finden. Und man darf seine Meinung abgeben in einer Beziehung. Ist ganz klar, man muss darüber reden. Man darf auch Sachen blöd finden. Aber ich finde, alles, was so jemand anders dann behindert oder in seiner Persönlichkeitsentwicklung stört, das finde ich irgendwie wieder eine ungesunde Beziehung. Ja, aber auch bei uns, obwohl das nicht so aussieht und alle immer denken, oh, die sind schon seit so vielen Jahren immer so glücklich und wie frisch verliebt, ist es so, dass wir auch eine Phase hatten, wo wir uns sogar fast getrennt hätten, also richtig schlimm, wo wir uns verloren haben als Menschen, als Partner, weil wir nicht miteinander gesprochen haben und weil jeder an den anderen Bedürfnisse hatte, die der andere nicht erfüllt hat oder nicht erfüllen konnte, weil es im Grunde genommen Bedürfnisse an sich selbst waren. Die Bedürfnisse muss man erstmal zunächst mit sich selbst klären, um dann mit dem anderen ins Gespräch zu kommen und ja, überhaupt wieder Kontakt zu kriegen. Und darüber, dass wir haben uns dann sogar vorgenommen, dass wir uns jeden Abend zusammensetzen, egal wie wir uns fühlen und ob wir lieber Fernsehen wollen oder lesen oder Internet gucken oder so, dass wir uns jeden Abend zusammensetzen und reden. Reden darüber, was wir fühlen, wie es uns geht, was unsere Wünsche wären, was unsere Erwartungen wären. Und da kam so viel raus, auch an Gefühlen. Das war auch schwer, also das war auch unangenehm. Ich habe da auch ganz viel geweint. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Und darüber, über dieses Reden und darüber, dass die Gefühle so rauskamen, hat man wieder eine Verbindung gespürt plötzlich. Da war wieder was. Ja, und das ist geblieben, aber damit das bleibt, darf man den Kontakt zu dem anderen nicht verlieren. Und ich spüre, wenn wir ganz stressige Zeiten haben und wenn wir nicht die Zeit haben, uns mal zu unterhalten, abends oder morgens oder so, dann ist es komisch. So. Ja, also auch eine glückliche Beziehung kommt nicht vom Himmel geflogen. Das findet man nicht und das ist einfach so. Und ich bin mir auch natürlich bewusst, dass das was Besonderes ist. Aber das ist nicht nur was Besonderes, weil ich das so gefunden habe oder mein Mann das eben so gefunden hat, sondern weil wir einfach ganz, ganz viel dafür gemacht haben. Ganz, ganz viel in der Beziehung und aber auch ganz, ganz viel für jeder für sich einzeln. Und sicherlich gehört da auch Lebensalter dazu und Lebenserfahrung. Nicht nur zum Thema Beziehung und Freundschaftsglück, sondern auch zum Thema, wie bin ich allein mit mir glücklich und zufrieden. Das ist ein Prozess, der im Lauf der Lebensjahre passiert. Klingt, als wäre ich 63 Grad, aber es ist so. Ja, ich hoffe, es war einigermaßen verständlich und strukturiert. Ich könnte darüber noch stundenlang weiterreden. Ja, ich hoffe, dass euch das irgendwas gebracht hat und gerade für Freundschaften ist es auch ganz, ganz wichtig, dass man da immer wieder hinterfragt und auch eine Freundschaft ist Arbeit. Das ist nicht einfach immer nur so. Aber ja, das war das Wort zum Dienstag. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch oder gute Nacht oder guten Morgen oder wie auch immer, wann ihr das Video anguckt. Und wenn ihr irgendwelche Wünsche habt über irgendwelche weiteren Talkshows, die ich machen soll, dann scheut euch nicht, mir das zu sagen.
Auf Wiedersehen.